Hallo zusammen, ich bin Carola von Lilan Linz und heute machen wir gemeinsam diese Schokoladenziehverpackung, diese Matchbox, die ich im Juli mal auf meinem Blog hatte. Das war mal ein Dankegeschenk für meine Bestellerinnen und ich wurde gefragt, ob es dazu eine Anleitung gibt. Bis jetzt hatte ich die noch nicht, also zumindest jetzt nicht Schritt für Schritt, und dann machen wir die heute gemeinsam. Wir brauchen dazu dreimal Papier, einmal für den Boden, flüsterweißen Farbkarton in 10,8 zu 11,8 cm. Wie immer bekommt ihr da rechts oben die Maße eingeblendet, also ihr braucht nichts mitschreiben. Ein zweites Stück extra starken flüsterweißen Karton in 6 x 15 cm und ein Stück Designerpapier eurer Wahl mit 4,7 zu 5,7 cm. Wir beginnen mit diesem beinahe quadratischen. Nehmen den Papierschneider und falzen einmal im Kreis herum bei 1,4 und 2,9 cm. Also 1,4 und 2,9. Ich hatte da auf meinen Spickzettel herum die Masse vom Designerpapier. Und darum habe ich es jetzt euch falsch angesagt. Also 1,4 und 2,9. Dritte Seite, ups. Und die letzte Seite, ebenfalls 1,4 und 2,9. Wenn der Papierschneider schon da liegt, dann nehmen wir das Stück, das längliche Stück, und falzen uns auch gleich die Banderole bei 3 cm. Das nächste ist bei 4,6. 9,7 und 11,3. Der kann dann weg. Wir nehmen ein Falzbein, einen Papierfalter und ziehen uns alle Linien nach. Auch gleich die von der Banderole. Und jetzt geht es ans Schneiden. Wir schneiden an der etwas längeren Seite diese inneren Falzlinien bis zur Querfalz oben rauf. Das gleiche mit diesen Falzlinien, die daneben sind. Und dann entfernen wir diese äußeren Quadrate. Auf der gegenüberliegenden Seite das gleiche. Und so schaut es dann aus. Diese kleinen Flächen hier, das wären unsere Klebeflächen. Und wie immer bei Klebeflächen nehmen wir links und rechts so ein kleines Dreieck mit raus. Also wir schneiden uns da ein bisschen was weg. Um das anschließend schöner zusammenbauen zu können. Und jetzt geben wir hier auf den Klebeflächen Flüssigkleber drauf. Also ich nehme jetzt da Flüssigkleber, weil es einfach eine sehr kleine Fläche ist. Ihr könnt natürlich auch den Fast Fuse oder Abreißklebeband verwenden, das ist dann euch überlassen. Aber aufgrund der kleineren Fläche nehme ich da jetzt den Flüssigkleber, sofern was rauskommt. Probier es nochmal. Okay, der will nicht. Dann nehme ich da jetzt das Abreißklebeband. Und gebe heute so ein kleines Stück drauf. Auf allen vier Klebeflächen. So nahe wie möglich an die Falzlinie herankommen, aber nicht drüber kommen über die Falzlinie.
letzte Stück. Und dann drehen wir das Ganze um und geben hier auf den äußeren 4 Flächen ebenfalls Abreißklebeband drauf. Also nicht auf die Innenseite, sondern auf die äußere Seite. Und da versuchen wir so weit wie möglich an die Schneidekante heranzukommen. Das Ganze wird dann so zusammengebaut. Die Klebeflächen kommen hier rein und das wird so ein Überschlag, um hier die Seitenränder etwas zu verstärken. Weil wir haben dann hier 2 bis 3 Lagen, also auf manchen Seiten 2 und auf manchen Seiten 3 Lagen Farbkarton, um den Rand zu stabilisieren. Letzte Seite. Jetzt entfernen wir die Schutzfolie von den kleinen Klebeflächen. Bauen unsere Box zusammen, wie immer die Schneidekante an die Falzlinie so bündig wie möglich anlegen. Jetzt entfernen wir die Schutzfolie von den großen Klebeflächen. Dann schlagen wir diese noch innen um. Und so entsteht hier, hier sind 3 Lagen Papier drinnen, weil da haben wir praktisch die erste Lage, dann die Klebeflächen und jetzt den Umschlag, das ist sozusagen dann die dritte Lage und hier auf den kurzen Seiten jeweils nur 2. Umschlagen und noch einmal und da passt dann unser Schokoladentäfelchen rein. Ich brauche jetzt noch schnell meine Properteil. Die habe ich hier. Die große Properteil insofern, weil wir hier durch 2 Lagen Farbkarton durchgehen und das ein bisschen streng gehen kann. Ich schaue, dass ich hier mittig bin. So könnt ihr das so erkennen. Und machen wir dann ein Loch rein. Ja, ist nicht ganz in der Mitte, aber es ist okay. Dann nehme ich, ich habe hier das Farbkarton, Farbband in Smaragdgrün, das ist eine der neuen Incolor. Nehme mir da so ein Stück, so ein Stück runter. Gebe vorher links und rechts von diesem Punkt oder von diesem Loch hier einen Klebepunkt rein. So, ich schaue, dass ich euch das einmal einfange. Also hier ist dieses gestanzte Loch. Und da kommt links und rechts ein Klebepunkt rein. Kann man den irgendwie so erkennen? Ja. Dann fädel ich jetzt das Band durch. Das war jetzt doch zu viel vom Band, aber ihr könnt da gern weniger verwenden. Durchfädeln. Schaue ich, wie viel ich ungefähr brauche für meinen Griff und klebe das hier links und rechts auch mit dem Klebepunkt fest. Dann bleibt natürlich jetzt noch einiges übrig, das schneide ich ab. Jetzt den Müll gebe ich weg. Und so habe ich meine Schlaufe für den Boden. Jetzt kommt noch schnell die Banderole dran.
Die haben wir so gefalzt, dass sie auf dem Boden leicht überlappt. Jetzt gebe ich hier Abreißklebeband drauf und auf der anderen Seite ebenfalls. Also einmal außen entlang der Schneidekante. Und dann drehe ich das Ganze um und gebe hier auch entlang der Schneidekante Klebeband drauf. Wieder die Schutzfolie entfernen. Lege das um meinen Boden herum. Nicht ganz so streng, sonst bringt ihr den Boden nicht mehr raus. Und so funktioniert dann der Zieheffekt. Ich bin jetzt ein bisschen zu streng gewesen. Also wie gesagt, ihr seht genau, dass das jetzt nicht ganz so leicht zum Rausziehen geht. Hier geht es leichter. Also darum, das nicht ganz streng zusammenkleben. Jetzt habe ich hier noch vorbereitet das Designerpapier. Dann nehme ich jetzt den Snail, weil der Flüssigkleber scheinbar nicht funktioniert, da kommt nichts raus. Mit Kleber aufbringen. Schau, dass ich hier mittig bin. Und fertig ist die Grundform von der Verpackung. Ihr könnt hier noch ein Herz ausstanzen, da habe ich verwendet dieses Herz aus dem Stempelset auf den ersten Blick. Ich habe aber auch schon Ballons draufgeklebt, ich habe schon Dankeschön draufgeklebt, also da ist im Prinzip, sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Dekoriert euch das, wie ihr das mögt. Die Schachtel an sich ist ganz easy, ganz leicht zu machen, wie immer bei meinen Projekten. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Nachbasteln, freue mich auf unser nächstes Video und wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss!